Hi und willkommen zurück wieder zum Minecraft Empires Projekt. Wieder dabei ist der Corona. Hallo! Und ja, wir hängen jetzt einfach noch eine Aufnahme hinten dran, weil dieses Schiff muss einfach weitergebaut werden. Genau, das entwickelt sich zu einer Sucht hier. Und wir haben, und wir haben uns jetzt. Genau. Erzähl. Ast rein. Ja, wir haben uns jetzt dafür entschieden, den Zaun so zu machen oben. Also die Brüstung, glaube ich, Reling nennt man das, glaube ich, beim Schiff. Mhm. Und da das aber ein bisschen doof aussieht, wenn man dann hier oben steht und dann da runter guckt, habe ich mir überlegt, ich setze einfach die, ich habe ja sowieso hier halbe Platten genommen, ich setze die einfach ein Stück tiefer. Genau. Das sieht nämlich, glaube ich, gar nicht so verkehrt aus. Also ich bin nicht ganz 100% zufrieden, aber ich glaube, das ist das Maximale, was du hier in Minecraft rausholen kannst. Huch. So. Oder? Ja, ich finde das super. Kommt hier nämlich gleich noch so ein kleines Podest hin, wo dann das Steuerrad und so draufsteht. Das ist schon echt pompös, wenn man dann nachher hier so runtergeht. So, und dann muss hier irgendwie... was kann man denn als Lenkrad hätte ich fast gesagt, als Steuerrad nehmen. Ha. Gute Frage. Ein einfaches Schild ist doof. Ein einfaches Schild ist doof, ja. Vielleicht ein Gemälde oder sowas? Irgendwie, dass man... Ich glaube, da muss ich mal gucken. Ich glaube, dann müsste man sich ein Gemälde irgendwie oder ein Steuerrad bauen, das in diesen Gemäldeordner im Texture-Pack machen und dann dagegen klatschen. Hm. Ich glaube, das würde funktionieren, aber so jetzt direkt wüsste ich nicht, was man da nehmen kann. Nee, ich gucke gerade auch alles durch, aber... Also nicht ansatzweise. Ein Kompass, aber den Kompass kann man, glaube ich, nirgendwo gegenlegen. Eine Uhr geht auch nicht, oder? Hier zum Beispiel. Nee, hier leider nicht. Oder, warte mal, gibt es schon Frames, also Bilderrahmen? Oder wie hießen die Bilderrahmen? Rahmen war das, ne? Gibt es die hier schon? Weiß es nicht. Überhaupt nicht. Also, wüsste ich nicht. Ich habe... Rahmen hätten wir da. Das wäre ja quasi... Ach, da. Kann man die da... Enderportalrahmen nehmen. Ja, das wäre aber so... Ja, gut, aber das ist das Einzige, was du jetzt so machen ja, kannst. Ja, aber es geht eigentlich, ne? Was könnte man, da kann man ja fast alles reinmachen. Eine Uhr? Ach so, okay, so funktioniert das. Okay, ja gut. Probieren wir eine Uhr oder probieren wir einen Kompass oder sowas? Machen wir mal einen Kompass, warte mal. Ja gut, lassen wir erstmal als Platzhalter drin, bis wir was Besseres gefunden haben, oder? Würde ich sagen. Ja. Gut, dann baue ich mal hier an dem Schiffchen weiter. Huch, falsches Ding. Das war's. Was ich mir überlegt hatte, worüber wir mal ein bisschen quatschen könnten. Vielleicht ein bisschen doofes Thema, aber ich weiß nicht. Schaust du die WM? Minimal. Muss ich ehrlich gestehen. Okay. Aber, an sich, es ist echt krass, wie viele, Leute das aus meinem Umfeld schauen. Also ich kenne vielleicht 3 oder so von gefühlten 50, 60 Leuten, die das nicht gucken. Mir halbwegs eingeschlossen. Wie sind, gucken das bei dir alle Leute oder? Eigentlich schon, ja. Also jetzt, wir haben ja, also ich habe über die Xbox habe ich Sky Go, wo meine Eltern das haben, und dann habe ich das Abo übernommen und ich hatte es selber mal, aber es wurde als Student dann halt auch mal irgendwann zu teuer. Und dadurch habe ich halt Bundesliga geguckt und dann waren die immer abends, waren immer mal ein paar Freunde hier und dann haben wir mal Fußball geguckt und selbst die dann einfach nur mitgekommen sind, wir hatten einen, der einfach nur mitgekommen ist, oder 2 waren das sogar, die einfach nur mitgekommen sind, weil sie dann irgendwie grillen konnten und sowas und so nett beisammen sitzen und so, und die sind jetzt auch echt dabei, dass sie sich die WM wirklich fast alle Spiele reinziehen, tatsächlich. Krass. Ja, das also... Aber ich muss sagen, ich gucke weniger als sonst normalerweise bei der WM. Also ich habe früher einfach, gut, aber das damals zum Beispiel noch zur Schule ging oder sowas, kam ich halt nach Hause, habe den Fernseher angemacht und erstmal gleich die Mittagsspiele geschaut. Das fällt dir natürlich jetzt weg, weil das Ding in Brasilien ist, ne? Ja, klar, das ist ja uhrzeittechnisch, muss man da schon sich ein bisschen zusammenreißen. Ja, durchaus.
Aber ja, gut. Ich muss jetzt sagen, auch, das ist eigentlich auch ganz angenehm. Also ich hatte das dann auch oft schon, gerade die, wann sind die letzten Spiele um 12? Ja, ist manchmal auch ganz angenehm, einfach dann abends nochmal, irgendwie kurz bevor du nochmal ins Bett gehst oder so, nochmal einen Fernseher anzumachen, um mal zu schauen, ja, wie sieht's denn aus da, was geht denn da gerade so? Weißt du, einfach so als nettes Ja. Abendprogramm oder so. Und sonst, du schaust dann sonst eher fast gar nicht, oder was? Sind wahrscheinlich nur die Deutschlandspiele, oder? Ja, wenn nur die Deutschen eigentlich, weil die anderen sind so, ja, man hört es eher aus dem Radio, wie die gespielt haben, sage ich mal so. Das sollten die Deutschen schon interessanter. Aber ich merke das auch bei den Leuten, mit denen man jetzt zum Beispiel aufnimmt oder so, ganz extrem, wie viele Leute da Fußball gucken. Das ist echt krass. Wir haben ja das Mindscape-Projekt, da sind da 14 Leute, oder waren 14 zumindest. Und da ist so die Hälfte der Leute, wenn du da fragst in der Konfi von wegen jemand Lust zum Aufnehmen, nee du, sorry, ist gerade Fußball. Das ist ganz Okay. extrem. Was? Ja gut, aber es, ne, ist ja auch ein Event mit enormer Bedeutung. Also gerade auch wenn du dir jetzt überlegst, was das also was da alles drinsteckt, nicht nur an Geld und Sponsoren und sowas, sondern auch, dass da in manchen Ländern echt, also zum Beispiel ist das Nigeria, ja, Nigeria, wo da richtig terroristische Anschläge verübt werden, aufgrund dieser WM. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ja, doch, war das wohl gezielt, diese mit den Bomben Auf, da? ja genau, gezielt auf Public Viewings und sowas. Und das ist schon krass. Muss ich aber sagen, ganz ehrlich, finde ich ein bisschen scheiße. Auf jeden Fall, das Also gerade weiß vor ich allem, nicht. weil die WM ja auch dazu gedacht ist, Menschen näher zu bringen und solche Sachen. Also ob die FIFA jetzt gut, ne, kann man drüber streiten. Die FIFA ist ja so ein Verein. Also ich weiß ja gar nicht, inwiefern du das alles mitgekriegt hast, jetzt auch mit den ganzen Kontroversen und sowas und wie das da in Brasilien abläuft. Soweit habe ich eigentlich nur mitbekommen, dass da wohl mit diesen ganzen Armvierteln und so, dass sie die wohl recht brutal irgendwie Anführungszeichen säubern oder so, wegen der WM und so, dass sie da nicht wollen, dass irgendwelche Leute stören, Anführungszeichen. Ja. Ja, genau Aber wie sowas auch. sonst habe ich da eigentlich nicht mitbekommen, was die sonst da noch Ja, so gutes tun. Ding ist ja jetzt auch zum Beispiel, es gibt ja auch viele, die dann einfach, oder auch die Diskussion ja teilweise auch zu Recht aufgekommen ist, ob man dann nicht so einer, wie, ob man in so einem Land wie Brasilien, wo dann überhaupt so dann umgegangen wird, ob man dann überhaupt eine WM stattfinden lassen sollte. Oder ob die FIFA dann nicht eher sich Länder aussucht, wo das alles ein bisschen geregelter ist, wie zum Beispiel Deutschland oder sowas, wo es dann halt diese Riesenspanne nicht geht, oder die ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen aufgeklärter sind, aber wo das alle ein bisschen geregeltere Wege geht. Ja. Finde ich, als ich das erste Mal schon gehört habe, halt, dass es denn da veranstaltet wird und so, weiß ich nicht. Also, ich fand auch eigentlich, dass es Orte gibt, die besser geeignet gewesen wären. Ja, keine Ahnung, ich muss zum Beispiel sagen, also gerade Südamerika und sowas, Brasilien, das ist ja nur das Land, wo Fußball ja noch einen viel krasseren Stellenwert hat als bei uns. Wo teilweise für die Kinder oder sowas gibt es ja nichts Größeres als Fußball auf den Straßen und sowas. Und ich finde, die WM an sich ist dann da schon eine geile Akt, weil dann feiert ja im Prinzip schon. Jedes Kind freut sich ja dann drüber, wenn es dann mal die Stars sieht. Was ich dann aber ein bisschen doof finde, ist denn, dass die FIFA darauf keine Rücksicht nimmt. Also gerade auf die Wurzeln des Fußballs, das sind ja dann nun mal die armen Leute und die Kinder, die dann auf der Straße und Fußball spielen und sowas, dass darauf dann, dass sie dann die Tickets zum Beispiel so teuer machen, dass gerade diese Leute dann nicht sich Ja, leisten können, das ist ins das. Stadion zu gehen. Also gut, ne, klar, aber Ja, man ich kann finde, jetzt man nicht sollte ein sagen. gewisses Kontingent dann auch in den Favelas verteilen oder so. Ja, auf jeden Fall. Die können jetzt nicht eigentlich mit dem Argument kommen, von wegen, wir brauchen das Geld so drin, wir gehen pleite. Also. Ja, nicht das auf keinen Fall. Ich muss tatsächlich sagen, also mit der FIFA hatte ich eigentlich nie viel am Hut, aber so ein bisschen
hat sich jetzt doch durch das durch die WM so das Bild von so einer eher korrupteren Organisation, ja auch gerade was ja dann noch kommt, jetzt mit Beckenbauer und so, dass die jetzt, die nächste WM ist ja in Katar. Katar, ja. Und ja, keine Ahnung. Ich bin auch nicht so der Fan davon, die EM in Russland, ist das die EM? Die EM ist in Russland, oder? Ja, da, also da ist meine Meinung ja eh, da sollte man eigentlich, solange sie diese komischen Gesetze haben, auch mit diesem ganzen Homo-Quatsch und sowas da alles, da, dass sie da total sich gegenseitig die Köpfe deswegen einreißen, sollte man da gar nichts veranstalten, weil, weiß ich nicht, das ist gegen die, also jeder muss ja selbst wissen, was er macht und sowas, ist irgendwo schon so gegen die Menschenrechte und so, und dann finde ich nicht, dass man so ein Land irgendwie unterstützen sollte. Ja, es ja, schwieriges Thema. Ja, das stimmt, aber weiß aber, nicht. Ja, da hast schon recht. Keine Ahnung, also es ist ja, ja, aber wirklich also im Prinzip muss ich es ja gut, Russland ist jetzt wieder so eine Sache, aber Brasilien finde ich ja eigentlich im Prinzip gar nicht so schlecht als Austragungsort, weil es ja auch schön ist und so. Ja, gut, es ist halt mit der Zeitumstellung haben ja auch viele gesagt, ja okay, man kann das nicht machen wegen der Zeitumstellung, aber ich finde, man sollte das da nicht danach rechnen, wann die Spiele dann stattfinden, sonst kommt die EM ja oder kommt die WM ja nicht aus Europa raus. Ja, das ist... Wie haben die denn das damals gemacht in Südkorea? Die waren uns ja 7 Stunden voraus, da waren die Spiele dann alle mittags, ne, bei uns. Mhm. Bei denen dann spät abends. Ja gut, okay, das kann man ja regeln. Was, ja, gut, jetzt ist halt ungünstig. Kannst ja die auch nicht in Brasilien morgens um 7 spielen lassen. So, ich habe jetzt hier die Kabine mal fertiggestellt. Ich weiß jetzt nicht so recht, was ich denn da reinbauen soll. Ist doch ein bisschen groß geraten, aber, ne? Geht schon. Ich bin bei mir gerade am Schauen wegen dem Leuchtturm. Ich mache da einfach nur mal gerade so ganz skizzenhaft so ein kleines Muster quasi, wie groß er denn werden soll. Versuche hier gerade mal alles so ein bisschen hinzukriegen, dass man quasi dieses Podest dann hat. Müsste ich noch ein bisschen in die Bucht hier reinbauen. Aber noch mal kurz auf die WM und vielleicht jetzt mal von den schweren Themen wegzukommen. Was glaubst du denn, wer Weltmeister wird? Wer ist denn dein Favorit? Ist schwer. Also richtig Favorit selber habe ich eigentlich nicht, weil irgendwo sagt man natürlich dann immer so, ja, von wegen Deutschland wird das schon irgendwo schaffen, aber ich weiß nicht. Ich habe da irgendwie so von der Leistung her waren die Spiele irgendwie okay, finde ich. Also ja, jetzt nichts Überragendes, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich habe natürlich gedacht, Deutschland kommt nicht wirklich weit. Aber jetzt sind halt die ganzen fetten Vereine sind natürlich jetzt weg, ne? Mhm. Also Brasilien hat sich ja heute ganz, ganz glücklich noch mehr oder weniger im Elfmeterschießen qualifiziert. Aber ja, Italien ist raus, gegen die wir potenziell ja mal verlieren können. England, gut, gegen England verliert man als Deutscher natürlich nicht, aber ne, das ist halt auch immer so ein kniffliger Gegner. Ich finde, die einzigen, die uns noch gefährlich werden können, sind effektiv eigentlich Brasilien, und die spielen im Moment nicht so gut, und Holland. Das ist auch mein WM-Favorit, mein Weltmeister-Favorit, muss ich sagen. Ich hätte halt gedacht, dass Brasilien an sich besser spielt. Ist das gerade? Nee, ist es nicht. Ich muss gerade mal gucken. Hier ist ein Skelett mit einem verzauberten Bogen. Huch, okay. Wie gut, dass wir in Creative das, drin sind. Ja, aber du meinst, dass Brasilien so eine schlechte Leistung bisher abgegeben hat, ja, oder was? Ja, eigentlich hätte ich echt gedacht, dass sie so ein bisschen besser sind. Eigentlich, ich eigentlich Brasilien, auch. Ich eigentlich auch, muss ich sagen. Also die waren ziemlich mau bisher. Da kommt was und so, aber... Ja gut, aber die großen Zeiten sind dann halt auch vorbei, ne? Also
Die haben jetzt einen guten Neymar, ist ein guter Spieler, aber der Rest ist jetzt nicht so überragend, wie sie damals irgendwie waren, ne? Ja, damals war ja richtig so. Mit Ronaldo und allem. Ja. Aber ist schwer. Wahrscheinlich wird es Holland irgendwie werden. Schätze ich mal. Ich fürchte es auch. So, jetzt ist die Frage. Ach, das ist jetzt kompliziert hier bei mir. Ich weiß nicht so recht, wie ich das machen will. Weil ich kann es nicht immer mit den Treppen so ausbauen. Dann hast du irgendwie so ein Stufending. Irgendwie muss das auch mal so gerade hochgehen. So, wo sind denn die Stufen? Das ist da vorne. Geh mal weg. Bis hier. Dann einfach mal so eine gerade Wand hoch. Ja, das geht doch. Nicht, dass es zu hoch wird. Oh, nee, warte, dann lasse ich das einfach so. Im Prinzip muss es ja, das muss ja, eigentlich ist meistens dort das Schiff ein bisschen höher als die Planke, oder? Müsste die Planke nicht theoretisch ein bisschen nach oben gehen? Ja, aber das kriegst du ja nicht wirklich hin bei Minecraft. Wie willst du denn das machen? Quasi so, also. Ja gut, aber hast du immer so Stufen drin, ne? Ja, das wird man natürlich nicht anders. Ja, das Ding ist ja, eigentlich ist es das Schiff ja in der Mitte breiter als vorne. Irgendwie baue ich jetzt gerade genau das Entgegengesetzte. Warum auch immer. Es wäre ja quasi blöd. Irgendwie so ein bisschen bauchig wird, aber wie mache ich das am besten? So rausgeht oder was? Ja, schon hier anfangen dann. Oder? Dann quasi. Gerade? Ich weiß nicht. Quasi so hier. Ja, so. Denn quasi, genau. Oder? Und die Höhe wäre ja dann direkt die hier eigentlich, von der Mitte hier. So. Und es müssen unbedingt Falltüren hier oben rein, damit man in den Verladeraum kommt. Ja, wobei ich dann sagen muss, so, oder? Von der Seite drauf guckt. Finde ich gut, ja. So, und dann hier vorne gehen wir noch ein bisschen weiter in die Richtung. Jetzt habe ich auch wieder nur dieses Treppengedöns hier. So, und dann so. Ah. Da musst du aber hier hinten, glaube ich, noch ein bisschen weiter, oder? Das ist dann hier irgendwo kleines bisschen, in dem Bereich. Hm. Schauen wir mal. Das ist echt so ein Rumprobiererei. Ich habe damit ja auch noch keine Erfahrung gehabt, hier mit dem Bauen von solchen Schiffen. Das ist echt cool. Also nachher richtig so mit Segeln und sowas, das kommt bestimmt richtig gut. Ja, ich glaube auch. So, und dann. So. Ja, da kannst du fast so ein Zweimaster machen, oder? Eigentlich ja. Würde ich sogar fast machen. Einen direkt so hier vorne. Und ein irgendwo hier. Ja, genau. Ah, das wird bestimmt geil. So, ich mache erstmal alles hier erstmal, ne, mit so fetten Blöcken. Mhm. Weil wir müssen ja eh nachher noch reinbuddeln dann. So wieder das Schiff aufheben. Guckel das hier schon wieder ein bisschen. Oh. Ich hoffe, er nimmt den Sound weiter auf. Das letzte Mal ist mir der Sound dabei abgekackt. Oh, jetzt geht's schon wieder. Das wäre nicht so. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es auch meine Festplatte, die ein bisschen Macken macht. Ich weiß es nicht, weil die ist fast voll. So, dann haben wir das dann schon mal. Dann muss ich dann hier drüben auch eine weiter rausbauen.
dann. Zack. Ne, dies ist doch. Ne, das passt. Hier ist dann weiter raus. So. Wie sieht es denn da drüben aus bei dir? Wie kommst du voran? Ja, es wird langsam. Irgendwie wird das mir hier oben ein bisschen zu synchron, wollte ich schon sagen, zu symmetrisch. Okay. Aber, mal schauen. Also der Weg ist fertig, jetzt ist eigentlich das Podest halt dran für den Leuchtturm. Okay. Muss ich gleich mal bei dir gucken. Nee, Moment, was war denn? Wieso habe ich denn da keine Ecke dran? Da geht es dann außen rum. So, nee, Moment. So, ne? Nee, das geht ja auch nicht. Warum? Ach so. So? Ja, besser, viel besser. Ja, ich glaube, das Schiff sieht so oder schon mal gar nicht schlecht aus. Warum ist es denn wieder ein bisschen höher hier? Ich will nicht immer mit den ganzen Treppen, weil das dann irgendwann auch ein bisschen zu breit wird. Ja, klar. Ja, wie gesagt, einen Namen brauchen wir noch. Mhm. Da vielleicht erfindet da ja... Community. Ja. Ein findiger Kommentarschreiber, ein... schönen Namen. So, geht das so? Ich finde das mal so schwer, Berge so aussehen zu lassen, als ob es Natura wäre, wie sie sind. Ja, ja, genau, das kenne ich auch. Das kann ich auch gar nicht. Machen wir hier vorne? So mehr oder weniger Galionsfigur, ne? Machen wir noch? Das ist zu viel. Das wird bei mir überhaupt nicht symmetrisch, aber... eigentlich möchte ich es auch gar nicht symmetrisch. Wenn ich den hier hinstelle... das geht doch. Ja? Ah ne, das ist zu Wikingerlastig, wenn ich dann da jetzt hier links ran mache. Schlecht aus. So. Und wenn da der Berg denn bis dahin geht. So. Oder? Ich guck mal bei dir. Sieht sehr gut aus. Hier muss irgendwie ein... Upsala. Hier vertan. Muss er wieder eine Treppe hin? Nee, da nicht hin, da hin. So. Ja, man soll ja auch nicht vorne oben drauf, dann passt das. Dann kann man hier so gerade so rüber spelunken. Oder nehme ich den oberen noch weg? Nee, nehme ich die hier noch weg. Ja, ne? Würde ich auch fast sagen. Das ist jetzt vorne so. Schon... echt ein cooler Kutter. Kann man ja mal sagen. Fällt mir gar nicht schlecht hier. Ach, jetzt ist hier natürlich wegen der Stufe ist da so ein dummes Loch drin. Ha, scheiße. Ecke. Wie mache ich das jetzt? Oder soll ich das auch am Rand? Soll ich das auch am Rand bauen, so wie oben? Aber ich finde das, eigentlich sollte das nur oben sein, oder? Obwohl ich. Oder einfach nur bis da unten.
auch doof irgendwie. Wir haben schon wieder die 24 Minuten, jetzt gleich die 25 Minuten geknackt. Ja, Ja. Schwer zu sagen. Also würde ich sagen, wir lassen das nur mal auf uns wirken. Gute Sache. Ah, ich muss aber noch eine Sache, das muss ich dir gerade mal zeigen hier. Für, das ist jetzt alles Fichtenholz, ne? Für ein Mast geht Fichtenholz aber nicht, weil das sieht irgendwie ziemlich kacke aus. Deswegen würde ich sagen, Mast so, oder? Mit dem Schwarzeichenholz oder Eichenholz ist das, glaube ich. Ja, würde ich sagen. Kann man da noch irgendwie ein, zwei Akzente reinmachen und sind von ja nicht Stein oder so, aber meistens ist ja so auf dem Schiff haben die doch so Metallringe und sowas. Oh ja. Wohl mal gucken. Rein Metallblock, glaube ich, sieht nicht so gut aus. Nee. Ich weiß, was du meinst, ja. So, warte. Machen wir noch eben mal eine Fahne und dann würde ich sagen, machen wir dicht hier. Setzen gern für Farben. Nehmen wir ein weiß, ein fröhliches. So. Der Brotweiß. Jetzt hast du. Blau-Weiß. Ja, dann wird Blau-Weiß perfekt passen. Wobei, so als warte? Gegenfarbe quasi. Achso, guck mal, hier sowas. Meinte ich. Warte kurz. So. Was meinst du? Hier sowas. Ah, sowas. Was ist das jetzt? Das ist gemeißelter Steinziegel. Mit Silberfischchen drin. Oh. Da ist Silberfischchen. Ah, es ist gestorben. Musste das aus dem normalen Dings nehmen, nicht aus Dekoration, ja. Okay. Immer noch Silberfischchen drin. Was machst du da? So, jetzt ist gut. Okay. Ah, verdammt, jetzt habe ich falschen. Ah, okay. Ja, dann so, zack, dann nehme ich die mal so. Alles klar, ich würde sagen. Stellen wir uns mal hier vorne hin, wa? Ja. Na, ich flieg hoch, das sieht irgendwie besser aus. Mental ausblenden, so. Oh, du hast ja aber auch. Ah, komm, das mache ich nochmal eben einmal schnell. Ich schau mir nochmal kurz an, was du hier Schönes gebaut hast. Ne? Wir sollen ja eben. Dann wird es halt fast eine 30-Minuten-Folge. Es ist eher scheiße, aber nein, mein Gott. Ach komm, so, schauen wir viel, mal an viel hier. Ist es nicht. Es ist einfach nur ein Weg. Hier, hast du dann, hier vorne kommt dann der Turm rauf, ne? Irgendwie, ja, es sieht eigentlich ein bisschen klein aus, aber. Oh, geht schon. Ja, überall die Sanddinger, Kiespeile. Oh, du ja, hast auch einen Huhn hier. Das Huhn schaut dir auch zu. Ja, hier. Wo kommen die Hühner her, Alter? Ich weiß. Hat was ein bisschen von Monkey Island mit den Hühnern. Ja, schon. Vom Leuchtturm. Ja, ja, mehr oder weniger habe ich eigentlich gar nicht geschafft. Ich bitte im Gegensatz jetzt zu deinem Schiff. Aber naja. Ja, da kannst du dann ja mal weiterbauen. Vielleicht mache ich das mal schauen. Können wir dann die Tage mal sehen. Genau. Dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was wir hier so fabriziert haben in unserer Koop-Mission. Genau. Und gebt den Schiff einen Namen, wenn euch was einfällt. Auf jeden Fall, ja. Ein Namen. Wir können ja auch sonst vielleicht auch wie die Hafenstadt heißen soll und so. Also immer her mit den Namen. Genau, ja, wie dieser ganze Ort oder dieses ganze Reich an sich heißen soll. Das ist eine gute Idee, ja. Ja. Schreibt es einfach in die Kommentare. Am besten bei Holika. Ihr könnt es natürlich auch bei mir runterschreiben. Leitet das denn weiter? Genau, und dann, ja, würde ich sagen. Ja, machen wir an dieser Stelle einen kleinen Cut. Oder dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau. Wollte der Holika gerade sagen, als ich mir ins Wort gefallen bin. Kein Problem. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.